In diesem ersten Teil geht es darum, euch zu zeigen, was zu Beginn des Spiels in Soul Mask wichtig ist. Angefangen beim Start, über die Aktivierung der Maske bis zum Aufdecken der Kartenteile. Soul Mask ist ein spannendes, aber auch recht komplexes Spiel, was am Anfang auch verwirrend sein kann. Das Wichtigste jetzt erstmal ist, was gerne übersehen wird. Diese verschiedenen Masken, die sind nicht nur unterschiedliche Deko, sondern sie bringen unterschiedliche Perks auch mit. Also diese Perks, die wir hier bei den verschiedenen Masken haben, geben euch schon mal unterschiedliche Vorteile. Also es macht auf jeden Fall Sinn, die mal ganz genau durchzulesen, bevor man sich für eine Maske entscheidet, nur weil man vielleicht sagt, die gefällt mir oder gefällt mir nicht. Das macht sich zum Beispiel auch schon allein daran erkennbar, dass sie unterschiedliche Namen bekommen haben. Ihr solltet also im Vorfeld euch gut überlegen, welche dieser Masken ihr auswählt. Diese einzelnen Datenpunkte hier, die werden im Laufe der Zeit dann repariert und stehen euch dann zur Verfügung. Diese Masken bieten auch, was jetzt den Kampf angeht, unterschiedliche Dinge. Also hier, das steigert zum Beispiel den Schutz, den ihr habt, wenn ihr ein Schild benutzt im Kampf. Ich gehe diesmal mit dieser ersten Maske. Es ist bei jeder Maske so, dass ich denke, das eine finde ich gut, das andere finde ich weniger gut. Diese Maske wird zum Beispiel ganz gerne von Bogenschützen auch genommen. Und ich gehe mit einer Maske, die mir viel Schutz bieten kann, wenn ich sie denn mal schon verbessert habe. Also in der Basisversion ist das noch nicht so relevant. Und jetzt hier unten können wir einfach noch Farben anpassen für die Maske und auch für den Augenbereich. Und wo sind wir gelandet? Wir sind am Strand gelandet. Ich lasse jetzt erstmal hier oben links das Tutorial an und wir werden auch dem Tutorial ein bisschen, zumindest eine Zeit lang, folgen. Auf der linken Seite habt ihr die Legende, in welche verschiedenen Untermenüs ihr kommen könnt. Das haben sie Gott sei Dank jetzt gemacht. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Und für diejenigen, für euch, die im Chat spielen, mit der Enter-Taste könnt ihr den Chat öffnen. Und mit Escape kann man es wieder schließen. Im mittleren Feld unten seht ihr einfach eure Hotbar, euren Lebensbalken, euren Energiebalken, euren Nahrungsbedarf, wie viel ihr tragt und vor allen Dingen auch die Energie, die eure Maske noch hat. Das ist dieser erste grüne Punkt in der Mitte unten. Das ist die Maskenenergie. Meine ist im Moment aktuell voll aufgeladen, aber die entlädt sich ganz schnell, wenn ihr verschiedene Dinge macht. Die Maske unterstützt euch im Spiel. Die braucht immer Energie. Daneben seht ihr, ob ihr euch schlafen legen müsst oder ausruhen müsst. Wenn ihr schlaft oder nicht schlaft, das beeinträchtigt sozusagen eure Moral, was wiederum nicht gut ist. Es ist schon passiert, dass jemand einfach irgendwann sich nicht mehr bewegen konnte, weil er die ganze Zeit mit seinem Charakter gespielt hat und irgendwann nie geschlafen hat oder sich ausgeruht hat, dann kannst du dich irgendwann nicht mehr bewegen. Also du musst schlafen, du musst dich ausruhen, du musst essen, du musst trinken, du musst darauf achten, wie viel Gewicht du hast. Der grüne Balken rechts in der Mitte, das ist deine Ausdauer und darunter, das ist deine Moral. Auf der rechten Seite oben habt ihr einen Kompass und die Temperaturanzeigen und auf der rechten Seite unten habt ihr eben dann für die jeweils von euch ausgerüstete Waffe die verschiedenen Möglichkeiten, wie ihr damit umgehen könnt. Wie geht es jetzt einfach mal los? Dinge einsammeln, Steine einsammeln, Holz einsammeln, die ersten Waffen bauen. Wir werfen mal einen kurzen Blick auf die Map. Wir sind im Anfangsgebiet natürlich gelandet, in der Mitte des Strandes hier. Wir sehen jetzt auf dieser Map schon verschiedene eingetragene Punkte, teilweise Fragezeichen, teilweise auch benannte Dinge wie diese mysteriösen Ruinen. Die gibt es mehrmals im Spiel, weil es verschiedene Startpunkte gibt. Die Startpunkte liegen alle irgendwo hier am Strand oder hier auch in diesem Bereich hier, den ich euch hier jetzt zeige. Für uns ist relevant auf jeden Fall, dass wir relativ bald eine der Ruinen besuchen, um den ersten Knoten freizuschalten in unserer Maske. Dann, was ganz wichtig ist, das sind diese Punkte hier. Der Westregenwaldspeer und hier oben der Nordregenwaldspeer. In diesen Camps, in diesen Barbarencamps, die ihr dort findet, dort befindet sich immer ein Barbar, der hat den Namen Barbarenspeer. Und den müssen wir befragen, um die
weiteren Elemente der Karten aufzudecken. Und so ein Barbarenspeer gibt euch immer einmal die Basisinformationen und deckt einen Teil der Karte auf. Ihr könnt ihn aber auch mehrmals befragen und bekommt dann zusätzlich solche Kartenpunkte freigeschaltet. Also das geht natürlich nicht unendlich. Irgendwann habt ihr alles erfahren von dem Speer, dann braucht ihr ihn nicht wieder zu befragen. Wir sind hier praktisch am Rand, wenn du so willst, mehr oder weniger, also am rechten, hier ist Osten, da geht es schon mal nicht weiter, also hier ist eine Grenze, aber es geht sehr viel weiter hier Richtung West. Und natürlich hier oben, ihr seht schon, da geht es überall, also das kann man alles noch entdecken, das ist alles noch offen, das ist auch schon eingezeichnet, die uralte Pyramide, da befindet sich der erste Boss, den wir bekämpfen müssen. Das heißt, wir gehen mehr so in die Richtung Mitte der Map. Die Legende ist ja ganz gut erklärt, aber trotzdem nochmal, mit V können wir uns etwas markieren. Ein Bereich oder ein Punkt auf der Karte, wo wir hinwollen. Wir setzen uns als erstes mal den Marker hier auf diese mysteriöse Ruine und wir können aber eben auch andere Marker machen mit R oder mit F, zum Beispiel mit F, und dann kann ich hier sagen, hier ist ein Lager, das ich gefunden habe, das ich mir merken will, oder hier wachsen besondere Pflanzen, die ich mir merken will. Das kann man hier oben dann eintragen und man kann verschiedene Farben hinterlegen für die Marker, das Ganze mit der Leertaste bestätigen. Bevor wir jetzt in den Wald das erste Mal reingehen, gehen wir mal mit der Tab-Taste in unser Standardmenü, in unser Handcrafting-Menü. Das hier ist unser Rucksack, das ist die Kleidung, die wir noch nicht tragen. Das sind die Schnelltasten von 1 bis 0. Wir haben hier die verschiedenen Baupläne. Es gibt Dinge, die kannst du mit der Hand craften und es gibt ganz viele Werkbänke auch. Das heißt, du musst dann bestimmte Werkbänke gebaut haben, um andere Dinge craften zu können. Und es gibt extrem viel, was man craften kann. Das erste, was wir craften müssen oder sollen, sind Werkzeuge. Wir gehen mal hier in diesen ersten Bereich rein, normales Material. Schauen mal, was wir überhaupt schon craften können. Bei den Waffen, da finden wir hier jetzt die Spitzhacke zum Beispiel, die Steinaxt. Aber ihr seht, das ist alles noch gesperrt. Das heißt, ich wechsle jetzt mit der Taste T in das Wissensmenü und schalte mir als allererstes das Lagerfeuer frei. Das ist immer das Erste, was ihr machen müsst, wenn ihr einen Bereich freischalten wollt. Na, hier sind so die Basics, dann kommt das Steinzeitalter, dann kommt Bronze, dann geht es weiter mit Eisen und. So, und wir sind natürlich ganz am Anfang, das heißt, das Leuchtfeuer freischalten, dann hier linke Maustaste gedrückt halten und freischalten. Dann können wir die ersten Sachen hier freischalten. Das erste Mal wäre Werkzeug natürlich, was wichtig ist. Dann Wasser. Wasserschlauch ist wichtig. Als nächstes die primitiven Waffen, die wir uns freischalten. Ich nehme da immer gerne den Holzspeer. Was wir auch schon freischalten können, sind Basisgebäudeteile, weil diese Feuer, die gehen, wenn es regnet, aus. Und ein Feuer, ein Lagerfeuer, ist zum Beispiel ein Spawnpunkt. Und ein Lagerfeuer aufzubauen, ohne ein Dach darüber zu bauen, macht fast kaum Sinn, weil es ständig regnet. Und dann habt ihr keinen Spawnpunkt mehr. So, ich habe jetzt einfach mal alles freigeschaltet. Und wir haben hier zum Beispiel die Grasmatte. Die ist wichtig, damit wir uns ausruhen können, ganz am Anfang. Jetzt können wir uns die ersten Werkzeuge bauen, ganz wichtig. Die Steinspitzhacke. Ich zeige da mit der Maus drauf und drücke E. Dann die Steinaxt, die Steinsense und das Steinhackmesser. Was vielleicht an der Stelle gleich schon mal gesagt werden kann, je mehr ihr von etwas craftet, desto besser wird die Qualität. Diese grauen, das ist die einfachste Qualität. Und das grüne ist schon eine etwas bessere Qualität. Wie gesagt, je mehr ihr von etwas craftet, desto besser werdet ihr in diesem Crafting und desto besser wird das Material, das ihr herstellt. Wenn ich Bäume ernte als Beispiel oder auch Pflanzen ernte, dann bekomme ich unterschiedliche Sachen. Ich bekomme nicht nur diese Baumstämme. Ich habe hier jetzt schon mal zwei verschiedene Holzsorten bekommen beim Bäume umschlagen, aber ich habe auch Harz bekommen, ich habe auch Rinde bekommen und ich habe Äste bekommen und ich habe Nüsse bekommen. Und Nüsse ist zum Beispiel etwas, was ein bisschen den Hunger stillt und ein bisschen Lebenspunkte wiederherstellt, aber vor allen Dingen macht es auch eine bessere Stimmung. So, dann sollen wir für das Tutorial noch ein paar Pflanzen sammeln. Und auch hier ist es jetzt wieder so, wir bekommen verschiedenste Dinge, wenn wir Pflanzen ernten. Fasern und Weinreben.
Und Stroh, das sind auch alles Sachen, die wir brauchen. Gut, das ist ein bisschen störend. Ich soll jetzt das Tutorial aufrufen mit N. Das schalte ich jetzt mal aus. Das ist aber natürlich grundsätzlich für den Anfang sehr hilfreich. Ja, hier sind die wesentlichen Dinge erstmal erklärt. Wir sollen jetzt das Lagerfeuer aufbauen. Das machen wir einmal. Ich baue das hier aber gleich wieder ab. Mit E drauf zeigen, dann demontieren. Ich kann das versetzen, ich kann es abbrechen, dann bekomme ich Einzelteile wieder. Oder ich kann es eben demontieren. Und ja, als letztes sollen wir hier jetzt nochmal mit der Spitzhacke, die wir uns gemacht haben, ein paar Steine ernten. Die großen Steine hier, die kannst du nicht abbauen. Aber kleine Steine gehen natürlich schon. Und auch hier ist es jetzt wieder so, ich habe Steine bekommen, aber ich habe auch Gips bekommen. Ich habe ein bisschen Zinn bekommen. Ich habe Feuerstein bekommen. Und aus den Pflanzen habe ich vorher diese drei Sachen bekommen. Fasern, Weinreben und Stroh. Weinreben sind super wichtig für dickes Seil. Ihr braucht Unmengen an dicken Seil, gerade am Anfang. Aus den ganzen Weinreben mache ich mir jetzt dickes Seil. Mit einmal F drücken und jetzt produziert er nebenbei dickes Seil. Und dadurch bekomme ich lerne Dinge, ja. Ich bekomme XP und ich steige auf. Und das hier, das habe ich am Anfang immer übersehen, das sind Aloe-Pflanzen. Das ist eine Heilpflanze, das weiß wahrscheinlich irgendwie jeder, so ungefähr. Und die also ich habe sie am Anfang immer übersehen, auf jeden Fall ist die wichtig. Nehmt am Anfang gleich hier, wenn ihr seht, nehmt Aloe mit. Ja, und am Anfang ruhig alles sozusagen mitnehmen, um eure Skills zu steigern. Ich kann schon eigentlich so gut wie nichts mehr tragen, aber ein bisschen Fleisch nehme ich jetzt trotzdem mit, was ich hier kriegen kann. Ich soll jetzt O drücken für die Charakterseite. Es gibt wirklich viele verschiedene Fenster hier. Und dieses hier ist dein Charaktermenü. Hier siehst du deine Entwicklung. Angriff, Verteidigung, Lebenspunkte, Ausdauer, wie du dich entwickelt hast. Oder wo du noch Schwächen hast. Meine Moral, also ich müsste mich eigentlich mal ausruhen. Anstatt 100 habe ich nur noch 95% Moral. Das ist noch okay, ja, also auch mit 70% ist es noch okay. Aber es ist ein Hinweis darauf, dass ich irgendwann schlafen muss. Ja, und das andere, das ist halt alles noch im Standard hier momentan. Da haben wir ja noch nicht wirklich was gelernt oder getan. Dann haben wir hier die verschiedenen Attributepunkte, die wir verteilen können. Und diese Attributepunkte sollte man sich gut durchlesen. Weil zum Beispiel Wahrnehmung ist gut für einen Bogenschaden oder Kraft ist gut, wenn du mit sowas wie einem Großschwert oder einem Hammer spielen willst. Agilität ist gut, wenn du mit Nahkampfwaffen spielen willst. So wählt man halt hier am Anfang auf jeden Fall die Punkte aus für die Waffen, wo man denkt, dass die gut sein können. Ich füge jetzt von diesen 8 Punkten, die ich hier hatte, erstmal Märchen hierzu und die Ausdauerkosten möchte ich gerne erhöhen. Genau, da packe ich die anderen rein und durch Drücken der Leertaste bestätige ich das jetzt. Das sind meine Fertigkeiten. Hier sehe ich mein Level. Jetzt kann ich hier auf Können gehen. Hier all diese Dinge, die wir tun, wenn wir etwas abbauen und, da können wir uns dann auf der rechten Seite Perks aussuchen. Und zwar müssen wir dafür bestimmte Level erreichen. 30, 60, 90 oder 120. Ja, ich habe jetzt mit dem Speer ein bisschen was eben schon gemacht und habe also hier schon 6 Punkte von 30, die ich brauche, um hier den ersten Perk, Spezialperk freizuschalten. Und ich kann als eigene Person maximal auf 50 kommen, wohingegen die NPCs, die ihr rekrutieren werdet, höher kommen können. Bis 120. Das heißt, der Sinn von dieser ganzen Geschichte ist, dass ich dann mithilfe meiner Maske, wenn ich jetzt schwerere Gegner bekämpfen will, in andere spezialisierte NPCs, in deren Körper mein Bewusstsein übertrage und dann diesen NPC spiele. Weil der kann wesentlich höher als 50 leveln. Also hier können wir jetzt eigentlich noch nichts machen. Dann haben wir hier die Beherrschung. Wenn wir dann ein bestimmtes Level erreicht haben, also zum Beispiel hier Level 30, ne, was wir ja vorher hier gesehen haben auch, dann können wir unter Beherrschung für die einzelnen Waffen zusätzliche Schläge, Angriffsarten und so weiter freischalten und können dann später entscheiden, was wir genau nutzen wollen. Hier haben wir jetzt überall Standard erstmal sozusagen freigeschaltet und wir können dann später aber sagen, nee, ich möchte aber lieber
dieses Können benutzen, jetzt in der Situation. Aber in der anderen Situation ist vielleicht dieses Können hier oben wichtiger. Manchmal trifft man in der Wildnis auf so kleine Barbarencamps. Die sind nicht immer, aber meistens friedlich. Also ich gehe mal davon aus, dass diese hier jetzt friedlich sind. Wir können uns jetzt mit denen hier anlegen. Das können wir machen. Aber die sitzen jetzt hier ganz traurig um ihr Feuer herum. Aber es ist durchaus eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich will mich jetzt trainieren, gerade hier am Anfang und bekämpft die mal. Jede Nahrung, die ihr zu euch nehmt, gibt euch zusätzliche Energie oder Lebenspunkte. Wir standardmäßig bekommst du diese Fleischbrühe und die Fleischbrühe, die gibt mir hier Lebenspunkte. Und F10 kann ich oben rechts hier die Statusdetails ein- und ausblenden für die Nahrung, die ich gegessen habe. Wenn ich jetzt noch F7 drücke und eine Nuss esse, ändert sich da nichts, aber ich kann tatsächlich verschiedene Nahrungsdecken auch, also verschiedene Nahrungsbuffs können stacken, was wichtig ist für den Kampf. Jetzt können wir mal gucken, ein bisschen ausgerüstet sind wir. Wir haben also etwas mehr Lebenspunkte bekommen und wir haben hier einige Verbände und jetzt gucken wir mal, ob wir die hier nacheinander zu uns rausziehen und bekämpfen können. Mit Q kann ich mit Hilfe meiner Maske immer sehen, wer da eigentlich sitzt und kann jetzt in dem Fall mit meinem Speer den Speer folgendermaßen benutzen: F drücken, werfen und den zu mir ranziehen hier. Oh. Da der eine war ja schon angeschlagen. Da steht jetzt einschüchterbar. Das heißt, wenn das da erscheint, dann kann ich mir den theoretisch als Begleiter holen, wenn da einschüchtern steht. Theoretisch. Jetzt muss ich mich erstmal heilen, glaube ich. Nur einmal heilen. Das hat keinen Sinn mehr. Also die Deathrun-Geschichten hier können lange dauern und Mut ist gut, aber manchmal ist es besser, auf den Baum zu klettern, sag ich mal. So, dieses Mistvieh da. Mag ich eigentlich überhaupt nicht. Diese Hunde sind, oh, so lästig. Da ist noch so einer. Aber gut. Kommst du, Hundi? Er kommt ganz sicher. Ja, siehst du? Okay. Geber sind euch normalerweise auch nicht freundlich gesinnt. Leider. Da kommt er schon. Die geben aber gut Fleisch und so. Die Tapire sind in der Regel friedlich, außer sie bewachen eine alte Ruine, dann sind sie nicht friedlich. So, hier ist die wichtige Ruine. Da wollen wir uns auf jeden Fall durchkämpfen. Ich baue mir aber ganz hier um die Ecke ein kleines Lager auf. Weil es ist nicht unbedingt gesagt, dass wir das im ersten Anhieb schaffen. Und für dieses Lager mache ich jetzt so eine Mini-Überdachung für mein Lagerfeuer. Ein Strohfundament, eine Strohwand und ein Strohdach. Das bauen wir hier auch. So na hoch. Also ich baue jetzt hoch, weil ich habe keine Lust, von irgendwelchen Tieren angefallen zu werden. Kletter hier hoch. Setz meine Wand. Übrigens, wenn ihr jetzt die verschiedene Sachen wollt, wie eine Tür oder ein Fenster, dann die Taste Z drücken und dann könnt ihr hier auswählen, was ihr haben wollt. Ja, uns reicht die Standardwand im Moment und dann bauen wir unser Dach da drauf. Da wählen wir aber jetzt mit Z das dreieckige Dach. Na komm. So. Und setzen jetzt unser Lagerfeuer da drunter. So, das sollte jetzt geschützt sein und im Regen nicht ausgehen. Jetzt packe ich da gleich mal Zweige rein, Baumstämme. Das brennt jetzt 15 Stunden. Und ich kann jetzt hier einfach mal Dinge lagern. Wenn ich mit der Maus drauf zeige und dann Q drücke, dann schiebt er mir das da einfach unten in das Lager des Lagerfeuers. Eine Strohmatte wollte ich noch bauen. Unter Gebäude und dann irgendwo da. Grasmatte heißt sie.
5 Stroh und 2 dickes Seil. Und darauf können wir uns jetzt mal ausruhen und unsere Moral stärken. Wir sind ja noch wirklich früh. Oh, wir haben jetzt gleich mal Aggro gezogen. Und zwar von 2. Das ist zu viel. Wir müssen uns die einzeln rausholen. Das hatte ich so nicht geplant. Ey, nicht weglaufen. Oh, trotz. Ja. Ja. Wo ist er? Oh. Gut. Oh, der hat schon mal Premium-Bandagen dabei. Das ist nice. Und irgendwelche Wurfdinger. So, jetzt schauen wir mal. Wir haben da noch ein Level 19 ausgestoßen. Normalerweise sind da 4. Da ist noch einer und innen drin. In der Ruine ist auf jeden Fall auch noch einer. Haben wir keinen Hund? Okay. Jetzt ziehe ich mir den hier ran. Hoffentlich. Ja. Das war schon mal gut. Das ist nicht gut. Dem Wumms würde ich gerne entgehen. Ausweichen und wegrennen kann manchmal wirklich sehr hilfreich sein. Hey, hier hä? Geht's noch? Okay, es hat geleckt. So, okay. Nummer 2. Großschwert, weiß ich nicht. Nehmen wir mal mit. Wahrscheinlich werde ich das aber nicht benutzen. Ich bin der Meinung, wenn man alleine ist, ist der Speer einer der besten Freunde, die man haben kann. Weil ich kann mir die hier einzeln rauspicken. Und... Das war gut. Okay. Oh, die hat schon mal Salz dabei. Danke für das Salz. Jetzt ist da drin noch einer. Da muss doch, normalerweise ist da doch noch einer drin. Na gut. Wenn nicht, dann gut. Ach doch, da ist er, siehst du? Da ist er. Nicht gut. Da hinten ist er hingeflogen. Okay. Ja, komm, alles mitnehmen. So, wir haben jetzt hier in dieser mysteriösen Ruine hier, ne, das war die erste Markierung, die wir uns gesetzt hatten. Da haben wir 2 Kisten. Und am Anfang können wir ja so ziemlich alles gebrauchen. Wir müssen dann mal gucken, was wir mitnehmen, wenn wir weiterziehen. Und was jetzt hier mal ganz wichtig ist, ist vor allen Dingen die Sonnensteine und die grünen Kristalle. Die brauchen wir jetzt teilweise zumindest auch gleich. Mit Tee nehme ich alles da raus. Und hier ist die andere Kiste. Nochmal hier die Steine, die wir brauchen. Jetzt gehen wir hier hin. Interagieren hier mit dem Kontrollpunkt oder was das ist und halten E gedrückt. So, jetzt haben wir praktisch die Maskenreparatur hier freigeschaltet. Kontrolle können wir jetzt aktivieren, um Wissen der unbekannten Zivilisation zu erhalten und einen Maskenknoten zu reparieren. Wir gehen in unsere Maske rein. Das ist die Taste Y.
Und wir gehen hierhin und reparieren den ersten Knoten unserer Maske. Und ihr seht schon, hier blinken so zwei Sachen auf. Diese Qualitätseinschätzung ist eine wichtige Geschichte. Da kann ich dann sehen Details über die Gegner, über die Tiere oder auch über die NPCs, zum Beispiel, welche Qualität die haben, was die für Kampferfahrung oder ähnliches mitbringen. Also nicht alle Details, aber ich kann mehr Informationen erhalten. Also deswegen ist Qualitätseinschätzung ein ganz wichtiger Punkt. Dann haben wir hier Verstärkung der Bindung. Dann hast du hier oben die Punkte Datenaktualisierung, die werden durch die Bosskämpfe, die uns bevorstehen, aktiviert und bringen jeweils dann andere Perks auch nochmal mit. Hier unten, das sind Sachen, die wir reparieren können in dieser Maske, um zum Beispiel besser handwerken zu können, besser kämpfen zu können und so weiter. So, ich gehe mal hier hin, repariere den Punkt. Den können wir auch noch reparieren. Und für den fehlt uns schon ein grüner Kristall. Ihr seht hier, außerdem haben wir die Bewusstseinsstärke 15 noch nicht erreicht. Also grüner Kristall fehlt uns auf jeden Fall schon. Und was man hier auch sieht, unsere Maske ist fast leer. Also hat ja nur noch ein, weiß ich nicht, ein Drittel Energie. Das heißt, wir gehen mal hier rein. Hier sind die grünen Kristalle und hier sind diese Sonnensteine. Und wir essen oder wie auch immer, benutzen so einen Sonnenstein. Damit laden wir, ihr seht es auch ganz oben, ganz links, dieses Maskensymbol wieder. Jetzt habe ich meine Maske wieder voll aufgeladen. Wir können mit Y da nochmal gucken. Jetzt ist sie voll golden dargestellt. Später kann man dann hier noch verschiedenste andere Funktionen auch der Maske freischalten. Wir bekommen aber auch noch einige andere Masken. Ja, damit haben wir diesen Punkt hier auf jeden Fall mal erledigt. Und holen uns mal unsere Sachen, sortieren aus, was wir mitnehmen wollen und was nicht, und ziehen weiter. Auf dem Weg zum Punkt haben wir hier entdeckt eine alte Ruine. Die wird bewacht von wahnsinnigen Tapiren. Wir können noch nicht viel Material oder so mitnehmen, aber wir wollen auf jeden Fall die Steine, die sie haben. Können wir mal? Ja, danke. Gut. Bei jeder dieser Ruinen gibt es eine Kiste. Und ja, die Inhalte sind unterschiedlich natürlich. Aber was uns immer interessiert ist, haben wir da diese Steine. Ja, und die würde ich zum Beispiel jetzt auch mitnehmen. Die können wir gut später gebrauchen. Davon findet man nicht so viele von diesen Klauen. Jetzt haben wir hier diesen grünen Türkisstein bekommen und damit können wir uns das letzte fehlende Glied unserer Ausrüstung herstellen, den ersten Ring. Den rüsten wir aus. Die Qualitäten, die ich produziere, sind immer noch nicht gut, aber okay. Und wir haben wieder Kristalle bekommen. Das heißt, wir können hier wieder in unserer Maske mehr freischalten. Ich schalte mal die Kampfeinheit frei. Das haben wir jetzt zum Beispiel hier aufgedeckt, haben wir neu gefunden, ist ein neuer Punkt auf unserer Map erschienen. Okay, wir sind an dem nächsten Ort angekommen. Ach du lieber mir, wo wir hinwollen. Ich will mich erstmal vorbereiten. Okay. Gut, ich habe schon mal wieder vorbereitet hier. Ein temporäres Lager. Das bauen wir auf. Gut, wir sind ja vorbereitet. Und hier finden wir, auf der Karte wird es auch gesagt, Westwald-Späher. Das heißt, einer der wahrscheinlich zwei NPCs, die hier sind. Und ein Hund oder so meistens. Ja, ein Hund. Ist ein sogenannter Späher. Und den müssen wir befragen. Ich würde aber gerne vorher die anderen beiden ausschalten. Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Ich sehe das nicht. Okay. Ja, okay.
verfolgt die mich immer noch. Jetzt nicht mehr. Heilen wir uns mal. Die sind jetzt schon ziemlich stark, ne? Level 19 ist schon, ich glaube, 10 Level über uns. Also ist nicht ganz ohne. Das heißt, wir müssen die zwingend einzeln da rausholen. Es wäre schön, wenn der Hund zuerst käme. Okay, uff. Das nehmen wir mit. Grobstoff. Nee, brauchen wir nicht. Die sind schlechter als unsere. Die schmeißen wir weg. So. Und die Doppelschwerter, die sie hatte, die sind auch fast. Naja. Okay. Doppelschwerter sind eine meiner Lieblingswaffen. Aber ein bisschen unberechenbar. Damit tötet man gerne mal, obwohl man das gar nicht wollte. Der Hundi wird schon wieder ganz nervös. Sehr gut. Okay. So, und jetzt müssen wir uns um sie kümmern. Muss mal eben ganz kurz, ich will mich nur heilen. Komm gleich wieder. Komm gleich wieder. Außerdem will ich das Licht anmachen. So. Die kleine Lampe. Das ist gut. Dann könnt ihr auch was sehen. Ne? Wo bist denn du jetzt? Dahinter? So, jetzt müssen wir aufpassen. Halt, nur einmal stechen. Jetzt können wir sie befragen. E drücken. Das hätte jetzt auch ganz gut schief gehen können. Einmal zu viel zustechen und das war's, ne? So, und jetzt seht ihr, da oben ist alles Mögliche eben reingepuppt, was wir alles entdeckt haben. Und zwar haben wir jetzt diesen ganzen Kartenteil hier aufgedeckt und sie hat uns schon ein paar Informationen gegeben. Aber bei weitem noch nicht alle. Genau. Und wir gehen jetzt als erstes mal wieder zurück zu unserem Lagerfeuer. Ich hoffe, dieser erste Teil des Tutorials, etwas ausführlicher, hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dann, ciao!